Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Go4Pyro. Heute habe ich für euch einen Test die Shox Explosive von Leslie. Hier, das sind solche Böller mit 20 Stück in dem Karton drin. Schauen wir auf jeden Fall noch kurz rein. Aber davor gucken wir uns noch die NAM-Angabe an. Die befindet sich hier mit ca. 52 Gramm. Gekauft habe ich das für 2,99 beim Alles Billig Sonderpostenmarkt bei mir. So sieht ein einzelner Böller aus. Kann man leicht eindrücken und ja, hier vorne mit bisschen Kleber zugemacht. Vorne auch ziemlich hart die Teile. Bin mal gespannt, wie die so sind. Hatte ich schon mal letztes Jahr ein, zwei Stück gezündet. Da waren sie eigentlich schon mal ziemlich gut. Sind so in der Größe von Super Böller 2. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Shox von Leslie. So, jetzt hier die Shox. Wollen wir noch ein paar enthalten? Sind einfach mal ein paar weg. Sehr gut, der nächste. Was geht ab, Pyros? Wir testen heute die Shox Explosive, die neueste Charge von Leslie. Also das Ganze hat eine NAM von 52 Gramm. 20 Stück sind drin. Und ja, wir testen jetzt einfach mal ein paar. Nimm einfach mal hier 5 Stück und dann zünden wir die mal. Die drücken ordentlich. Jetzt machen wir noch mal einen zweiten hinterher. Ja, die sind richtig gut. Jetzt machen wir noch mal 3 Stück hintereinander. Sind gut laut. Für zwischendurch sind die ganz okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!